Herr Merni, heute ein wichtiger Tag für Österreich, der 5. Mai. Heute, vor 76 Jahren, wurde das Konzentrationslager Mauthausen befreit von den Amerikanern. Und es gibt hier eine wunderbare Aktion am Wiener Heldenplatz. Worum geht es denn da genau? Wir feiern am 8. Mai den Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus und am heutigen Tag die Befreiung des Konzentrationslagers Mauthausen. Und wir haben das hier immer mit einem Riesenfest der Freude gefeiert, mit Zehntausenden hier am Platz und Zehntausenden vor den Fernsehgeräten. Das geht nicht aufgrund von Covid-19. Und da konnten wir nicht einfach sagen, da machen wir halt nichts am Heldenplatz. Und da war die Idee, dass wir Geschichten, Bilder, Namen von Überlebenden des Schreckens von Mauthausen, aber auch der anderen Schreckenslager hier am Heldenplatz bringen. Die Zeitzeugen, viele von ihnen leben nicht mehr oder sind so alt schon, dass sie nicht mehr reisefähig sind, aber ihre Botschaft, das niemals wieder, die wollen wir heute und auch die nächsten Tagen hier am Heldenplatz zeigen. Das sind natürlich ganz, ganz wichtige Botschaften. Am 8. Mai gibt es ja dann auch das Fest der Freude. Normalerweise wurde das immer mit sehr schönen Melodien auch unterlegt. Tolle Moderation, der Bundespräsident war zugegen, jetzt ist es zum zweiten Mal virtuell. Was können sich die Zuseherinnen und Zuseher davon diesmal erwarten? All das, was Sie gesagt haben vom letzten Fest der Freude, können sich die Zuseherinnen und Zuseher erwarten. Es wird wunderschöne Melodien geben und unser diesjähriges Motto Vielfalt heißt, dass wir ein Konzept erarbeitet haben, natürlich wieder mit den Wiener Symphonikern, die es von Anfang unterstützt haben, aber auch mit anderen Musikgruppen. Lassen Sie sich überraschen, die Vielfalt ist auch im Programm spürbar und sichtbar. Es wird ein buntes, starkes, freudiges Fest der Freude. So soll es sein, das hoffen wir natürlich alle sehr. Generell zum Konzentrationslager Mauthausen ist ja zu sagen, da gibt es ja noch eine andere ganz tolle Aktion, ist ein bisschen an Yad Vashem in Jerusalem auch angelehnt. Da sollen die Namen oder werden die Namen der Opfer auch dargestellt. Wie wird das vonstatten gehen? Wir werden die Namen der Opfer auf die Mauern des Konzentrationslagers Mauthausen projiziert. Verstehen Sie mich nicht falsch, die Zahl ist natürlich dramatisch der Ermordeten. Aber wir wollen nicht, dass eine Zahl kommuniziert wird, sondern das waren ja Menschen, die hatten einen Vornamen, einen Nachnamen, die waren 6 Jahre alt, die waren 60 Jahre alt. Das heißt, wir wollen zeigen, das war keine Zahl, die hier vernichtet wurden. Das waren Mütter, Väter, Kinder, Lehrer, es waren Menschen. Und darum ist es so wichtig, keine Zahlen, sondern Namen und Schicksale. Schicksale aus, glaube ich, über 40 Nationen insgesamt. Eine andere Geschichte, die natürlich mit Mauthausen im Zusammenhang steht, ist das Konzentrationslager Gusen, ein Nebenlager. Da hat sich jetzt die Republik, glaube ich, bereit erklärt, dieses Lager auch zu erwerben. Wird es da auch eine Gedenkstätte geben wie in Mauthausen oder wie sehen hier die Pläne aus? Es gibt jetzt schon dort eine Gedenkstätte, aber das ist halt sehr schwer immer gewesen in Gusen, weil da sehr viel an Firmen und ringsherum, das war eine eher schwierige Situation. Und darum auch die langjährige Forderung des Mauthausen-Komitee Österreichs. Die Menschen haben sich eine würdige Gedenkstätte verdient und es ist jetzt Zeit geworden. Und ich bin froh, dass die Republik jetzt endlich den Schritt gemacht hat, das Areal zu erwerben. Und jetzt können wir dort eine würdige, aber auch moderne Gedenkstätte angehen. Das ist natürlich wünschenswert. Letzte Frage. Die antisemitischen Straftaten in Österreich haben leider Gottes immer wieder auch zugenommen, so auch im vergangenen Jahr. Worauf ist das aus Ihrer Sicht zurückzuführen? Auf einerseits natürlich auf einen latenten Antisemitismus, wo man nicht glauben kann, 1945 wurden wir befreit auch vom Antisemitismus. Das war natürlich nicht so. Das ist einerseits. Auf der anderen Seite, dass Rechtsextreme immer akzeptierter werden, die quasi vom rechten Rand in die Mitte der Gesellschaft gerückt sind. Und der dritte Punkt ist natürlich in Zeiten einer Pandemie, in Zeiten von einer Massenarbeitslosigkeit, Zehntausende in Kurzarbeit, wird Angst und Bedrohung immer stärker wahrgenommen. Und leider neigen einige Menschen dazu, einen Sündenbock zu suchen. Und dann findet man halt den Sündenbock in Homosexuellen, in Jüdinnen und Juden, in anderen. Ich glaube, wenn es vorbei ist endlich mit dieser Pandemie, dann ist es für uns notwendig,
uns zu überlegen, ob wir nicht statt Sündenböcke auch Danke sagen. Danke den Menschen, die uns durch die Pandemie geführt haben. Ob die im OP-Saal waren, an der Kasse. Dass wir eine positive Geschichte erzählen und sagen, dank euch, dass ihr uns geholfen habt. Und nicht immer nur das Land spalten. Spaltung schafft keinen Frieden.